Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Emergency Wedigberg. Und da haben wir schon unseren ersten Einsatz, und zwar ein Buschbrand. Wieder bei Y und S Container Service. Da waren wir ja letzte Folge schon. Ja, Meldung bestätigen. Und dann würde ich mal sagen, auf geht's, meine Freunde. Wir können ihn hier schon mal, das auflassen, aufmachen lassen. Ja, Florian Heinzberg, Einsatz Löschzug 1, Feuerwehr Wegberg. Brennen auf dem Busch auf dem Spielburgweg im Wegberg. Wiederhole, Einsatz Löschzug 1, Feuerwehr Wegberg. Brennt Busch am Spielburgweg. Florian Heinzberg, Ende. Okay. Da ist schon der erste. Und ich warte auf mehr. Wir haben einen brennenden Busch, das heißt... Oh, warte, von da hinten kommt auch einer. Wo geht der denn her? Geht der irgendwie hier durch die Wand oder irgendwie sowas? Nein, der geht korrekt einfach einmal drum. Okay. Okay, was wir brauchen. Ach du Scheiße, der läuft sogar einmal hier ganz komplett rum. Krass. Und zwar, was wir brauchen, ist, denke ich mal, hier einmal der, Ihmchen hier. Ne? Und wir brauchen auf jeden Fall wahrscheinlich noch Ihmchen hier. Das wird wahrscheinlich alles dann sein, denke ich mal so. So. Moment, er soll erstmal das öffnen. Soll er das fertig machen, alles hier? Er steigt da ein. So. Okay. Wir haben jetzt hier 1-1. Der kommt da rein, er kommt da rein, er kommt da rein. Er kommt da rein. Das heißt, wir haben 2-2. Jetzt haben wir 3-3. 4. Und 4. Ach, da kommt keiner, kann keiner mehr rein, okay. Das heißt, wir warten noch eben auf den hier. Könnt schon mal ihre Lichter anmachen. Und dann kann der schon den Einsatz übernehmen. So. Okay. So, und diesmal habe ich auch einen anderen, habe ich noch einen anderen Funkdings, und zwar habe ich jetzt analog. Das hört sich ein bisschen anders an als digital. Und dann fahrt doch mal los. So, und dann, kannst du doch mal ausrücken, oder? Und zwar mit Horn, bitteschön. So, und wir sehen uns dann... Oh, da stehen ja noch zwei. Ah, egal. Haben wir halt zwei weniger. So, und wir sehen uns gleich wieder. Wenn die ganze Karte geladen. So, da sind unsere Einsatzkräfte. Der ELW und... die anderen Fahrzeuge. So, der ELW stellt sich jetzt einfach mal dahin. So, ich hoffe, der ist jetzt da nicht im Weg. Sollte aber nicht. So, mal, die fahren da sogar direkt hin automatisch. Na komm, fahr. Hä? Was machst du jetzt da? Hallo? Alles gut bei dir oder... Kann ich dir helfen? Das solltest du schon schaffen, ne? Jetzt sag... Oh Gott, Leute.
So. Wir haben alle. Sind Code 4. Genau, Einsatzstelle an. So, das heißt, hier wird erstmal jetzt gefunkt, und zwar Sprechwunsch. Und dann können die schon aussteigen. So, hier auch. Fahrzeugführer. So, und zwar haben wir erste Lagemeldung, Feuer, und zwar brennt Busch. Erste Lage, Buschbrand, Feuer droht auf umliegendes Grünwerk überzugreifen, weiter Rückmeldung folgt. Verstanden. So, und dann holen wir uns jetzt erstmal hier ein bisschen Wasser. So. Und zwar da. Und die sollen sich auch mal Wasser holen. So, Gruppenführer aussteigen lassen. Wenn es geht, ein bisschen schneller. Dankeschön. So, Brandbekämpfung. So, der macht das an. Pumpe nicht gestartet. Wo ist denn der Maschinist? Da. Pumpe starten, schnell. So. Ganz genau, dann holst du dir auch nochmal eben hier so ein Strahlrohr. Und dann kann es auch schon losgehen. So, steigt mal aus, bitte. Ach, das ist nur einer, oder was? Zwei. Okay. Der soll sich auch mal ein Standrohr holen. Okay. Dann können sie ja jetzt loslegen. Und was der Wagen hier macht, frage ich mich auch immer noch. Ich meine, der hat bis jetzt noch nicht sehr viel gemacht. Würde ich mal so sagen. So, und ich denke, okay, warte mal. Eins wollte ich mal eben schauen, so. Kann ich das auch wieder? Naja, keine Ahnung. Verstehe ich gerade nicht, was hier abgeht. Aber wie gesagt, das ist halt alles ein bisschen kompliziert hier. Und ich lasse mir nochmal eben einen Schlauch holen. Dann. Okay. Wo stand denn hier nochmal? Was das für ein Fahrzeug ist. Wo stand das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Aber hier können auf jeden Fall noch einer dran. Sehr gut. Und ich denke mal, wir haben das ganze Feuer unter Kontrolle. So wie es für mich ausschaut. Oder? Ja. Ich denke schon. Ich denke schon. Okay, okay. Dann mache ich nochmal eben Sprechwunsch. Und wir wollen das natürlich alles hier so realistisch wie möglich machen. So. Und dann. Hä? Okay. Ja, der Sprechwunsch dauert ein bisschen lange. Aber gut, ne? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ja. Ne? Ja, ja. Braucht noch länger. Ich glaube, der Sprechwunsch wurde ignoriert. FF1 Sprechwunsch.
Na ja, gleich können wir schon melden, dass das Feuer bekämpft wurde. Okay. Ich denke. Ja, warte noch mal ein bisschen. Baum, auslaufende Flüssigkeit, Brandeinsatz, Feuer gelöscht. Abschließende Lagemeldung, Brandeinsatz, Feuer aus, Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben, alle eingesetzten Kräfte rücken ein. So, dann, geht mal alle weg hier. Du kannst schon mal, das wegnehmen. Du kannst den Strahlrohr weglegen. Person bereits mit Gerät ausgerüstet. Feuerlöschen. Ach, Feuerlöscher. Kleidung wechseln, bla bla bla. Wollte jetzt eigentlich alles nicht machen. Gut, dann legen wir das hier mal so ab. Und, nee, komm. So, machen das hier einmal. Einer kann sogar schon einsteigen. Jetzt aber so. Na. Okay, nochmal. Mein Gott, das ist auch alles hier kompliziert, Leute. Ihr glaubt es kaum. Ihr glaubt es kaum. So. Können die schon mal alle einsteigen? So. Zack. Der kann die Pumpe ausschalten. So, bla. Erfolgreich Standort aus, bla bla bla, wo das Rohr aufgebaut werden soll. So, die können alle aus, einsteigen. So. Dann würde ich mal sagen: Funkverkehr, frei auf Funk. Packen. Fuck. Nein. Scheiße. Aber der kann doch, ja, der kann schon mal abrücken und... Ach, da muss jetzt noch eben einer aussteigen. Oder alle. Na super. Ah, warte, ich muss erst wieder auf Einsatz übernommen gehen und dann können sie aussteigen. So, und zwar muss... Der Gerätemann, der muss kommen. Da ist er. So, der Rest kann schon mal alles einsteigen. Er muss noch die Gerätefächer bedienen. Aber jetzt mal schneller, bitte. Und natürlich lassen wir wieder all unsere Sachen liegen. Das ist natürlich sehr realistisch. Und dann können sie alle einsteigen. Dann würde ich mal sagen, wieder einen erfolgreichen Einsatz abgeschlossen. Klar, jetzt müssen wir nochmal wieder frei auf Funk parken. Und, wisst ihr was, ich mache jetzt noch einen kleinen Einsatz obendran. Schauen wir mal. So, jetzt sind wir hier in der Feuerwache. Und, ja, warten auf einen neuen Einsatz. Der hoffentlich so schnell wie möglich kommt. Männlich, internistisch, Krankenhaus Heinsberg. Der Arzt ist umsteigbereit. Denke ich, hoffe ich mal, dass der so schnell wie möglich kommt. Ich denke, ich werde dann Bescheid sagen.